Bei mir war die letzten 3 Wochen so unfassbar viel los und ich versuche jetzt gerade alles so ein bisschen Revue passieren zu lassen und in meinem Tagebuch festzuhalten. Ich war mit meiner besten Freundin Amy für 2 Wochen in China und wir sind da von Hongkong nach Shanghai gereist mit einigen Zwischenstopps und es waren wirklich sehr, sehr viele schöne, aber auch spannende Eindrücke, die ich jetzt hier gerade so ein bisschen versuche festzuhalten und zu verarbeiten und einfach nochmal alles durchzugehen und mich an Dinge zu erinnern. Ich finde irgendwie, dass man nach so ereignisreichen und besonderen Reisen total viele Details ganz schnell wieder vergisst und deswegen ist es mir immer sehr wichtig, dass ich zumindest das Gröbste irgendwie festhalte, um auch in einigen Jahren dann noch darauf zurückblicken zu können. Ja, und außerdem habe ich mein Abitur bestanden. Ich hatte letzte Woche meine Entlassungsfeier, also die Zeugnisübergabe und jetzt vor 2 Tagen auch mein Abiball. Und das waren jetzt natürlich auch nochmal 2 ziemlich große Ereignisse, auf die ich jetzt wirklich super, super lange hingearbeitet und hingefiebert habe. Irgendwie ist es ein ganz, ganz komisches Gefühl, dass das jetzt alles hinter mir liegt und irgendwie geschafft ist. Und ich habe zwar schon relativ detaillierte Pläne, wie es jetzt in der nächsten Zeit weitergehen wird, aber trotzdem fühlt es sich in meinem Kopf so ein bisschen an, als würde ich gerade vor einer riesigen Leere stehen und muss jetzt erstmal so ein bisschen klarkommen und mein Leben sortieren und mir überlegen, wie es jetzt so weitergeht die nächsten 3 Monate und wie ich meine Zeit füllen möchte. Ja, und einfach mal drauf klarkommen, dass dieser gewaltige Lebensabschnitt Schule jetzt einfach vorbeigegangen ist und dann noch in Kombination mit dieser Reise und es ist einfach so, so viel los gerade und da hilft es mir eben total zu journalen und das Ganze festzuhalten und so ein bisschen zu reflektieren. Ich hatte nämlich auch in letzter Zeit irgendwie total oft das Gefühl, dass Dinge einfach so an mir vorbeiziehen und ich gar nicht so richtig hineinfühle, wie es mir mit manchen Sachen so geht. Und dass ich zwar total krasse Dinge erlebe, aber die Emotionen dabei nicht so ganz bei mir ankommen. Ich weiß nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin so ein bisschen überreizt und es passiert einfach viel zu viel, als dass ich alles in die Tiefen hinein mitfühlen könnte. Und das möchte ich unbedingt ändern. Ich will auf jeden Fall wieder intensiver mich mit meinen Emotionen und Gedanken auseinandersetzen und mehr in mich reinspüren, was ich wirklich möchte und wie es mir geht mit gewissen Dingen. Ja, das ist aktuell also so ein bisschen meine Mission nach dieser super intensiven Abi-Phase, die jetzt vorbei ist, zurück ins echte Leben zu finden sozusagen und so ein bisschen zu schauen, wo ich hingehöre und was ich jetzt mache. Vor allem jetzt nach der Reise muss ich unbedingt wieder so ein bisschen in meine Routinen reinfinden. Die habe ich während des Abis eh schon so ein bisschen schleifen lassen. Ja, ich glaube, ihr versteht im Großen und Ganzen schon, was ich meine. Das ist gerade so mein Plan, einfach wieder so ein bisschen Struktur zu finden. Thank you.
war gerade im Buchladen und habe mir ein neues Buch gekauft. Irgendwie war mir wieder so richtig danach, einfach blind in den Buchladen zu laufen, ohne einen großartigen Plan und einfach mitzunehmen, was mich anspricht. Und dieses Buch hier will ich jetzt wirklich schon so unfassbar lange lesen. Das war letztes Jahr ja so gehypt, stand, glaube ich, überall auf den Bestsellerlisten. Und auch heute im Buchladen hat es mich dann sehr angelacht und ist letztendlich das geworden, was ich dann jetzt mitgenommen habe. Ja, und ich freue mich richtig drauf, das Buch zu lesen. Die ganzen positiven Stimmen, die es dazu gibt, sind ja recht vielversprechend, dass auch mir das Buch gut gefallen wird. Deswegen freue ich mich da sehr, sehr dolle drauf. Angefangen und finde es bis jetzt irgendwie ganz toll. Die Geschichte ist irgendwie sehr geradlinig und teilweise auch irgendwie sachlich erzählt. Noch dazu ist die Protagonistin super schwierig. Ich kann mich nie so ganz entscheiden, ob ich sie irgendwie nachvollziehen kann oder ob ich sie völlig unsympathisch und unnachvollziehbar finde. Und ich bin die ganze Zeit sehr, sehr gespannt zu sehen, wie das alles abgerundet wird, wie es enden wird, wie das Ganze einfach ausgeht und wie die Autorin es löst und welchem Fazit sie sozusagen daraus hervorgeht. Also ich habe jetzt noch knapp ein Drittel über und bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, was mich da noch erwarten wird und was noch so alles passiert auf den letzten Seiten. Ja, also bisher habe ich damit echt eine gute Zeit und freue mich, wie gesagt, sehr drauf, jetzt auch noch das letzte Drittel davon zu lesen. Ich mache mich jetzt gerade fertig für die Arbeit. Ich arbeite nämlich seit 2,5 Wochen in einer Thalia-Buchhandlung hier bei mir in der Gegend. Vollzeit tatsächlich, weil ich jetzt ja etwas Geld ansparen möchte für meine Reisen, die in 2,5 Monaten beginnen. Und ich muss sagen, meine erste Woche, letzte Woche, hat mir richtig viel Spaß gemacht. Also ich bin in einer sehr, sehr netten Filiale gelandet mit tollen Kolleginnen und es hat sehr Spaß gemacht, da die ersten Tage zu verbringen. Ich bin halt dann immer von 9 bis 18 Uhr oder von 10 bis 19 Uhr da. Also schon echt lange, halt einfach den ganzen Tag. Und da war ich dann sehr, sehr froh zu merken, dass ich sehr, sehr nette Kollegen habe, mit denen das auf jeden Fall Spaß macht, da zu arbeiten. Ich habe mich da ganz normal über E-Mail mit einem Bewerbungsschreiben beworben. Ich hatte, glaube ich, ein bisschen Vorteile, weil ich schon mal vor 2 Jahren mein Schülerpraktikum bei Thalia gemacht habe für 3 Wochen und deswegen wusste ich halt schon, bevor ich jetzt da angefangen habe, schon so ein bisschen, wie da die Abläufe so sind und was meine Aufgaben sind und hatte jetzt natürlich schon ein bisschen Erfahrung. Trotzdem lerne ich gerade immer noch sehr, sehr viele neue Dinge und manche Tage sind auch echt anstrengend, wenn ich dann Dinge nicht weiß und nicht hinbekomme und so. Aber ich bin da jetzt halt für 3 Monate. Also ich denke mal, dieser Prozess wird sich jetzt noch ein bisschen ziehen und dann komme ich da irgendwann gut rein und kenne meine Aufgaben und weiß, wie Dinge funktionieren. Hoffe ich zumindest. Jetzt diese Woche habe ich so langsam gemerkt, dass es dann doch auch echt anstrengend werden kann, da so 9 Stunden am Stück zu stehen. Letzte Woche war halt vieles einfach noch so neu und aufregend irgendwie und hat mir dann richtig Spaß gemacht. Jetzt so langsam ist es auch nicht mehr so spannend zu kassieren und Geld entgegenzunehmen von Kunden. Also man kommt da irgendwie so ein bisschen rein und es verliert dann teilweise so ein bisschen den Reiz. Ja, aber insgesamt würde ich sagen, bin ich auf jeden Fall bisher sehr, sehr zufrieden, ne, dass ich mich da bei Thalia beworben habe. Also es macht mir auf jeden Fall sehr Spaß, den ganzen Tag einfach umgeben von Büchern zu verbringen. Und ich glaube, einen besseren Job im Einzelhandel
könnte es für mich nicht geben, weil ich mir halt auch ganz gut vorstellen kann, später beruflich in so eine literarische Richtung zu gehen, sage ich mal. Es ist jetzt natürlich für mich auch eine ganz gute und wertvolle Erfahrung. Ja, also ich bin mal sehr gespannt, wie sich meine Arbeitseinstellung jetzt so entwickeln wird über die nächsten 3 Monate. Also wie gesagt, ich merke diese Woche schon, dass es langsam ein bisschen anstrengend wird. Ich habe halt auch vorher noch nie Vollzeit gearbeitet und es ist schon was anderes als Schule auf jeden Fall. Aber ich denke, es wird ganz cool. Also ich bin da relativ optimistisch eigentlich. So, mein Make-up ist jetzt soweit fertig, aber was bei mir natürlich auch nicht fehlen darf, ist Schmuck. Der erste sehr wichtige Schritt sind meine Ringe. 2 meiner allerliebsten Stücke sind da, wie sehr viele in meiner Schmucksammlung von Hey Happiness. Und da kennt ihr dann ja auch schon meine allerliebsten Ohrringe von Hey Happiness. Die trage ich wirklich eigentlich fast täglich. Ich finde, die werten einfach jedes Outfit nochmal so sehr auf. Ich habe heute so ein schlichtes Oberteil an, aber jetzt trage ich die Ohrringe und es sieht direkt irgendwie so ein bisschen schicker und anschaulicher aus. Den Look vervollständige ich jetzt noch mit dieser kleineren und kürzeren Version des ersten Ohrrings. Und was ich auch besonders gerne mag, ist mein kleiner Earcuff. Den trage ich auch wirklich jeden Tag. Das ist eine super Lösung, falls ihr euch jetzt nicht direkt so ein großes Piercing stechen lassen wollt. Den kann man hier nämlich einfach so ans Ohr anstecken und der sieht einfach auch richtig cool aus. Die passende Kette dazu trage ich hier übrigens auch. Die nehme ich mittlerweile gar nicht mehr ab. Also die habe ich wirklich einfach jeden Tag um. Ich liebe die, passt zu allem, ist einfach super, super schön. Ja, und das ist jetzt mein fertiger Look. Ich bin ready und mache mich jetzt auf den Weg zur Arbeit. So, ich habe Feierabend, bin gerade nach Hause gekommen und koche mir jetzt erstmal Nudeln. Ich habe nämlich richtig Hunger. Und ich habe heute in der Mittagspause dieses Buch hier schon beendet. Ich habe es wirklich ziemlich schnell weggelesen, muss ich sagen, was für mich meistens ein sehr gutes Zeichen dafür ist, dass mir das Buch gefallen hat. Und so war es auch mit dieser Geschichte hier. Ich fand es wirklich richtig, richtig interessant zu lesen, die Perspektive dieser sehr außergewöhnlichen, sehr charakterstarken Protagonistin einzunehmen und mich in ihre Lage hineinzuversetzen. Und dann immer für mich abzuwägen und zu bewerten, ob ich sie gerade nachvollziehen kann oder nicht. Das war nämlich an manchen Stellen gar nicht mal so leicht zu entscheiden. Und ich denke, dass dieses Buch auf jeden Fall sehr, sehr viele Missstände aufzeigt, die wir in unserer Gesellschaft haben. Für 5 Sterne hat es bei mir auf jeden Fall nicht gereicht. Dafür hat mir so ein bisschen der Nervenkitzel und die Spannung gefehlt. Ich fand, dass die Geschichte durchgehend sehr vorhersehbar war, was jetzt nicht unbedingt dem Lesefluss und meinem Interesse an der Geschichte geschadet hat. Aber ich habe mir zwischendurch an einem bestimmten Punkt vielleicht mal so eine Überraschung gewünscht, dass es vielleicht so irgendwie einen spannenden, interessanten Twist gibt, dass man als Leser nochmal so ein bisschen hochschreckt und aufgeweckt wird irgendwie und dann nochmal so ein bisschen neuen Input kriegt. Das hat mir hier, wie gesagt, so ein bisschen gefehlt und das hätte ich mir für die 5 Sterne noch gewünscht. Aber ansonsten war das auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Buch und deswegen freue ich mich, dass ich es gelesen habe.